Bio-Lebensmittel sind eines der am strengsten geprüften Systeme, die es im Lebensmittel- und im Futtermittelbereich gibt. Da sieht man unter anderem daran, dass die Presse dann und wann Bioskandale aufgreift und groß darüber berichtet. Das ist natürlich ein klarer Hinweis darauf, dass die Ökokontrollstellen und die Bioinspekteure ihren Job vernünftig machen und dass solche Skandalfälle tatsächlich auch festgestellt werden. Das hört man ja aus dem konventionellen Bereich dann eher doch seltener. Also Bio hat viele positive Wirkungen für die Umwelt. Die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter müssen sich um eine artgerechte Tierhaltung kümmern. Da kommt es darauf an, dass die entsprechend wissen. Wir haben da den Vorteil, dass wir bei der Bioprüfung auf jeden Fall auch einmal pro Jahr hinschauen. Aber es geht bei Bio im Wesentlichen um Umweltschutz, es geht um Tierschutz. Nachhaltigkeit ist natürlich wesentlich mehr. Und wir können an der Stelle eine geprüfte Komponente beiliefern. Aber wenn wir über Nachhaltigkeit per se debattieren, dann gehören dazu natürlich auch adäquate ökonomische Bedingungen, dann gehören dazu adäquate soziale Bedingungen. Und das ist in den Biostandards, zumindest in den gesetzlich geregelten, nicht enthalten. Der ein oder andere Anbauverband hat da etwas. Konsumentinnen können sich darauf verlassen, dass Bio-Lebensmittel geprüft sind, dass sie umweltverträglich erzeugt worden sind, dass sie tiergerecht erzeugt worden sind, obwohl da in dem einen oder anderen Fall dann auch etwas auffallen kann auf Betrieben. Bio ist allerdings keine Garantie dafür, dass Mann oder Frau 100 Jahre alt wird, dass es ein besonders gesundes Produkt ist. Sie können heutzutage einen Bio-Wein kaufen, Sie können einen Bio-Brandy kaufen, Sie können eine Bio-Zigarette kaufen und Sie können sich natürlich auch fettreich und ungesund ernähren. Das sind alles Qualitäten, die sind durch Bio nicht geregelt. Ich habe mit Inspektionen und Zertifizierungen im Biobereich 1989 angefangen, mit einem sehr kleinen Unternehmen. Mittlerweile arbeiten wir hier mit etwa 90 Mitarbeitenden. Und ich habe mir immer wieder seit 1989 anhören müssen, dass Bio eine temporäre Modeerscheinung ist. Das kann ich nicht bestätigen. Wir haben selbst in diesem Jahr bei den Neubetrieben einen Zuwachs von 35% gehabt. Das ist, ehrlich gesagt, gigantoman, hing allerdings auch mit einer Gesetzesänderung auf Stufe der Europäischen Union zusammen. Ich gehe davon aus, dass der Sektor weiter wachsen wird. Das ist mein Erfahrungshintergrund der letzten 30 Jahre. Wenn ich auf eine Perspektive von 10 Jahren schaue und mir überlegen soll, warum Bio eine langfristige Zukunft haben kann, dann ist, glaube ich, der wichtigste Faktor, dass weiterhin Innovation zugelassen wird, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht in einem Regelungsdickicht von gesetzlichen und privatrechtlichen Standards verirren, wo dann das Neue, was Leute erfinden, nicht mehr zugelassen wird. Dann bemühe ich mal ein Zitat von Matthias Berninger, das ist der ehemalige Staatssekretär im BML, der einmal gesagt hat, Deutschland ist das Land der teuersten Einbauküchen und der billigsten Lebensmittel. Ich gehe davon aus, dass Verbraucherinnen und Verbraucher mit dem Kauf von Bio-Lebensmitteln tatsächlich einen guten Beitrag zum Umweltschutz und zum Tierschutz leisten können. Und vielleicht kann man ja auf tierische Bioprodukte ein bisschen verzichten und einschränken. Das spiegelt sich dann auch im Portemonnaie wieder und damit hat man ein gutes Werk.